Verschwörungstheorie. So. Dann gehen wir darauf ein. Wir haben den ersten Beweis von Ihnen genommen. Sie sagen, wir haben ihn optisch nicht unmittelbar wahrgenommen und akustisch nicht unmittelbar wahrgenommen. Ich bleibe nochmal darauf, bis ich zur Darwin-Theorie komme. Hier könnt ihr das Beispiel bringen. Laut eurer Logik, wenn man nur Sachen als bewiesen ansieht, wenn man sie akustisch unmittelbar wahrgenommen hat oder optisch unmittelbar wahrgenommen hat, wenn wir diese Beweisführung gültig ansehen, dann dürfte man keinen Mord in einer Polizeistation annehmen. Kein Mord. Du findest eine zerstückelte Leiche und dann musst du sagen, ich habe ja nicht gesehen, wie sie jemand zerstückelt hat. Du siehst nur die zerstückelte Leiche, weil wir sehen ja auch um uns herum Zeichen. Du siehst dein Auge, wie es aufgebaut ist. Wie kann das Auge durch einen Zufall entstehen? Eine einzige Zelle, das sagen Wissenschaftler, dass sie durch einen Zufall entsteht, weil sie so kompliziert aufgebaut ist, ist ein Zufall, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind weht und danach steht da eine Boeing 747. Das sagen Wissenschaftler. Merkt euch dieses Beispiel. Jetzt guckt mal. Wenn er also sagt, wir nehmen nur unmittelbare akustische und optische Dinge als Beweis auf, dann kannst du keinen Mord aufnehmen. Weil theoretisch kann es ja sein, dass durch die unendlich lange Zeit dieser Mensch in der Küche gestanden hat und plötzlich kam ein Windzug und dann ist er hingefallen auf die Küche drauf, dann ist die Schublade aufgegangen, das Messer kam heraus, hat ihn zerhackt, dann kam aber ein anderer Wind und ein Vögelchen und die haben das Messer genommen, unter das Waschbecken gehalten, wieder gewaschen und wieder in die Spüle hineingesteckt. Bruder, dieser Zufall ist genauso groß wie der Zufall, dass ein Auge oder eine Zelle aus einem Zufall entsteht. Und sogar noch kleiner. Ich frage dich, was ist für dich schwieriger? Eine Fabrikanlage zu bauen oder einen Menschen zu zerstückeln? Eine Fabrikanlage zu bauen. Eine Fabrikanlage, die kriegst du gar nicht alleine. Ein Mensch zerstückeln kann jeder von uns. Für eine Fabrikanlage brauchst du einen Architekten. Brauchst du Leute, die mit Bauwesen Ahnung haben und so weiter und so fort. Um einen Menschen zu zerstückeln, brauchst du nur ein Messer. Und musst ein brutaler Typ sein. Das war's. Und das sind wir ja alle. Naja, umso billiger. Das machen wir natürlich nicht. Mit jedem. Es ist auf jeden Fall ganz einfach. Versteht ihr? So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, und das sagen die Wissenschaftler, dass eine einzige Zelle entsteht, ist wie, sie ist aufgebaut wie eine komplizierte Fabrikanlage. Diese Wahrscheinlichkeit ist 100-mal unwahrscheinlicher, als dass jemand in der Küche umfällt und irgendwie wird er zufällig zerstückelt. Kein Mensch, der logisch, rational denkt, wird diesen Zufall annehmen. Nein, du wirst wissen, diese zerstückelte Leiche, der kann sich nicht selber zerstückelt haben. Oder ist jemand, der meint, er hat sich selber zerstückelt? Geht nicht. Die zeigt, dass es einen Mörder geben muss. Und das Design von unserem Weltall, das Design von deinem Körper, das Design von jedem Lebewesen, ist ein Beweis, dass es einen Designer geben muss, beziehungsweise den Schöpfer. Die Schöpfung ist der Beweis für den Schöpfer. Genau wie das Bild der Beweis für den Maler ist. Ich kann nicht einen Pott mit Farbe machen und rühre um, klatsche den an die Wand und dann habe ich das Bild von Mona Lisa an der Wand hängen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist noch unwahrscheinlicher, dass durch einen Zufall eine einzige menschliche Zelle entsteht. Das heißt, wir gehen zurück zu diesem Fall. Wir sagen zu ihm, laut deiner Beweisführung, was sagen wir? Könnten wir keine einzige Sache auf der ganzen Welt beweisen. Kein Mord dürfte aufgenommen werden, nichts. Dann kommt er natürlich mit der darwinischen Theorie. Sagt, die Theorie von Charles Darwin sei, die Evolutionstheorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. So, was ist unsere Antwort? Merkt euch sechs Punkte. Sechs Punkte. Punkt Nummer eins. Wir sagen, weil wir, und Brüder, und das wisst ihr, Leute, es tut mir manchmal richtig weh. Ich sehe manchmal, man redet über ein Thema und man ist einfach unpräzise. Brüder, ich will keinen kritisieren. Man muss immer präzise sein und immer wieder fragen, was war die Frage? Immer wieder
zurückgehen, was war die Frage? Ich habe eben gesehen, ich habe eine Frage gestellt. Ich will sie kritisieren. Versteht ihr? Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Man muss immer wieder fragen, was ist die Frage? Die Frage ist hier, gibt es einen Gott? Die Frage ist jetzt erstmal nicht, weil wir reden mit einem Atheisten. Ist der Koran richtig? Ist der Koran falsch? Die erste Frage ist, gibt es einen Gott? Also bleiben wir bei dieser Frage. Das müsst ihr euch merken, wenn ihr in Diskussionen seid. Weil ihr müsst euch merken, es gibt eine Taktik von Leuten, die eventuell auch rhetorisch geschult sind, die versuchen, in andere Themen reinzugehen. Wenn zum Beispiel Michael Friedmann diskutieren würde, das ist meine Sache, der versucht, dich in ein anderes Thema hineinzuverwickeln. Und dann musst du immer wieder zurückkommen zu dem Thema. Du musst sagen, Moment, wir müssen erstmal bei diesem Punkt bleiben. Denn wir gehen nur einen Schritt weiter, bis wir diesen Punkt geklärt haben und nicht, wir gehen jetzt nach dort und nach dort und nach dort. Das ist ganz wichtig. So, die Frage ist hier ganz klar und deutlich, gibt es einen Gott? Und wenn Sie jetzt sagen, die darwinische Theorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, dann fragen wir, warum? Und dann wird er dazu kommen, dass die darwinische Theorie bzw. die Evolutionstheorie kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes in sich selber ist. Selbst wenn die Theorie von Charles Darwin richtig wäre, wäre sie kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Denn die Theorie von Charles Darwin geht davon aus, dass aus unbelebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle alle anderen Lebewesen über einen unendlich langen Zeitraum entstanden sind. Das ist die Theorie von Charles Darwin. Und sie ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes, denn theoretisch, es ist nicht so, wir glauben an die Schöpfungstheorie, weil wir an den Koran glauben, aber die erste Frage ist ja nur, gibt es einen Gott? Denn theoretisch hätte es ja sein können, dass Gott, weil Gott hat zu allem die Macht, Menschen, Tiere und alles andere in Form eines evolutionären Prozesses entstehen lässt. Gott hat die Fähigkeit, den Menschen vom Affen abstammen zu lassen. Wenn Gott wollte, dass heute aus einem Affen ein Mensch wird, dann könnte Gott das oder Allah könnte das. Seht ihr? Also ich sage nicht, Allah hat das gemacht, weil, wie gesagt, immer präzise sein, weil es kommt nachher wieder jemand, Pierre Vogel hat gesagt, die Evolutionstheorie ist richtig. Ja, ich kenne es wirklich schon, ja, ist so grausam. Du hast irgendeine Sache nicht gesagt, aber irgendjemand interpretiert das, weil er wieder mit einem Ohr deinem Vortrag zuhört, mit dem anderen Ohr Jihad Anaschid hört. Und dann erzählt er, ja, Pierre Vogel hat dieses und jenes gesagt. Immer genau zuhören, was jemand sagt, ja. Das heißt, theoretisch könnte Gott heute einen Affen zu einem Menschen umwandeln. Sogar eine Ameise kann der zum Menschen machen. Der kann die Ameise, dass die nächste Ameise mutiert ist und die kommt auf eine andere Weise und dann nach 3, 4 Generationen wird das der Ameisenmensch. Allah kann das. Ohne Frage. Der kann sogar die Ameise direkt zum Menschen werden lassen. Der kann sogar den Mensch aus Erde erschaffen. Das ist das, was er gemacht hat. So. Das heißt, Gott kann das. Das heißt, wenn wir von einem Gott ausgehen, der aus Erde einen Menschen sofort erschaffen kann, dann kann dieser selbstverständlich auch innerhalb von einem evolutionären Prozess, dass das aus einer Art entsteht stufenweise eine andere Art, erst kommt der Australopithecus, erst kommt der Affe, so ein kleiner Affe, erst kommt ja die eine Zelle, die teilt sich, dann plötzlich kommt so ein kleiner Schwamm draus, dann eine Qualle, dann kommt ein Reptil raus, dann auf einmal so ein kleines Tier, dann aus dem Tier wird dann so ein kleiner Schimpanse, aus dem Schimpansen Gorilla, dann kommt der Australopithecus, dann Homo irgendwas, dann Homo erectus, am Ende kommt Homo sapiens raus. Kann der, aber ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Aber wie gesagt, die Evolutionstheorie ist falsch, aus anderen Gründen, wo wir gleich auch noch drüber reden werden. Nur der erste Punkt, den wir sagen, ist, die Evolutionstheorie ist kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Zweitens, das ist mein letzter Punkt vor Erwähnen, die Evolutionstheorie heißt Evolutionstheorie. Es ist von vornherein eine Theorie, das heißt, wie willst du etwas als bewiesen ansehen, was selbst laut Charles Darwin, dem Erfinder dieser Theorie, beziehungsweise demjenigen, der mit dieser Theorie kam, keine bewiesene Sache ist, sondern eine Annahme, der selber in seinem Buch, ja, The Origin of Species,
oder die Entstehung der Atem.